Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Wechselstrom ist das Thema. In meinen letzten Videos haben wir viel gehört über komplexe Zahlen und so weiter, wie man damit rechnet. Und schon langsam stellt sich die Frage, ja, was bringt man das jetzt für den Wechselstrom? Was bringt es mir für den Wechselstrom? Nun, ich würde vorschlagen, wir schreiben nochmal an, eine Wechselgröße. Ich nehme jetzt einfach einmal eine Spannung. Das heißt, ich nehme jetzt einfach einmal ein U von T an. Ja? Und da haben wir gesagt, okay, mein U von T, das hat eine Amplitude, U-Dach, ja? Mal Cosinus. Dann haben wir Omega T, wie die Schwingung voranschreitet. Und dann haben wir einen Nullphasenwinkel Phi U. Okay? Gut, ich denke, das ist zweifelsfrei. Ja? Und jetzt überlege ich mir, jetzt Cosinus, wir haben ja auch in den komplexen Zahlen haben wir gehabt, ja, dass das Z, ja, komplexes Z, war ja ein Betrag Z mal Cosinus Phi, ja, plus J Betrag Z mal Sinus Phi. Das war das. Ja. Und jetzt habe ich da Cosinus, ja, das schaut aus, wie wenn ich das als Realteil einer komplexen Zahl betrachten könnte. Und das Phi ist halt Omega T plus Phi U. Ja. Also ich betrachte das jetzt praktisch, dieses U betrachte ich jetzt als Realteil von einer komplexen Zahl, die da lautet U-Dach, ja, mal E hoch J, das ist der Betrag, ja, Betrag, E hoch J, was haben wir für einen Winkel? Omega T plus Phi U. Klammer wäre nicht schlecht, wenn ich das setze, ja, weil der Imaginärteil, so schaut das aus. Ja. Das ist das Gleiche, ja? Der Realteil von dem, überlegen wir sich das, ja? Also das ist eine komplexe Zahl mit Betrag und Winkel, ja? Der Betrag mal Cosinus dem Winkel ist der Realteil, das ist genau das Gleiche, was da steht. Ja? Gut, jetzt spaltet da hinten das E hoch J Omega T plus Phi U nochmal auf. Hochzahlen werden multipliziert, indem man die Potenzen werden multipliziert, indem man die Hochzahl addiert. Ja? Hier haben wir addierte Hochzahlen. Das heißt, eigentlich ist das nichts anderes wie der Realteil von U-Dach mal E hoch J Omega T mal E hoch J Phi U. Das Gleiche. Wir wissen, wenn wir jetzt wieder Effektivwerte ins Spiel bringen, dass mein U-Dach, ja, ist Wurzel 2 mal U, der Effektivwert. Ja, das ist der Effektivwert gewesen. Das haben wir einmal ausgerechnet, wie das ist mit dem Effektivwert. Nun, jetzt setze ich das da ein. Ja, jetzt kann ich wieder sagen, mein U von T ist gleich der Realteil, ja, und statt U-Dach schreibe ich jetzt Wurzel 2 mal U. Die hinteren zwei drehe jetzt um, das ist E hoch J Phi U, ja, und dann E hoch J Omega T. Jetzt interpretieren wir das. Ja. Jetzt sehe ich nämlich, hallo, hier habe ich eine reale Zahl, eine komplexe Zahl, reale Zahl, eine komplexe Zahl U, ja? Und das U ist U mal E hoch J Phi U, ja? Das ist nicht abhängig von der Zeit, das ist gar nichts, das ist einfach eine Zahl in der komplexen Ebene, ja? Das bringt die Abhängigkeit der Zeit. Schauen wir uns das hier an, wir haben das schon mal aufgezeichnet, da ist das U, ja? Und da habe ich sogar schon mal U-Unterstrich geschrieben, und da habe ich schon Real- und Imaginärteil eingezeichnet. Und das ist praktisch, ich betrachte nur den Realteil dieser Zahl hier. Ja? Der ist da unten.
Das ist genau das. Das ist genau das. Und das EOJ Omega D sorgt dafür, dass dieser Zeiger praktisch rotiert. Also das Phi U legt praktisch fest, wo ist der zum Zeitpunkt 0. Ja? Und das Omega D, EOJ Omega D, sorgt praktisch dafür, dass der Winkel da immer größer und immer größer und immer größer wird. Und wenn ich nur den Realteil betrachte, dann geht das Sinus, also kosinusförmig, hin und her. Cool, ja? Ja? Also ich betrachte praktisch die Spannung zu einem gewissen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt 0, wobei der Zeitpunkt 0 kann man normalerweise frei wählen, also zu einem bestimmten Winkel, sagen wir sehr oft frei wählen, und zeichne das als komplexe Zahl ein und stelle mir nachher vor, das rotiert einfach dahin. Und eigentlich sehen tue ich nur den Realteil davon, weil das ist real und das andere spült immer ein, das ist im Imaginär. Ja. Dieses Teil hier, ja, heißt Effektivwertzeiger. Okay? Jetzt schauen wir uns an, wie man mit sowas rechnet. Ja. Schauen wir uns an, wie man mit sowas rechnet. Nehmen wir das Ohmsche Gesetz her. Ja. Und das Ohmsche Gesetz gilt ja zu jedem Zeitpunkt. Ja. Ohmsches Gesetz, ich schreibe mal Ohmsches Gesetz, weil das ist wichtig. Ohmsches Gesetz. Ja. Es müssen alle wissen, ja, egal ob sie gerade aufgestanden sind oder nicht, ein alter Lehrerspruch, UT ist gleich Widerstand R mal I von T. Okay. Und das sind jetzt so sinusförmige Größen. Ja, und das ist der Zusammenhang. Und jetzt schreibe ich das praktisch so. Ja. Also, ich sage, das ist der Realteil von Wurzel 2u, ja, mal e hoch j omega t ist gleich r mal, und da rühm Realteil, Wurzel 2i, so der Stromzeiger, ja, E hoch J Omega D. Und da haben wir es schon. Ja? Was für die Realteile gilt, muss für die Imaginärteile auch gelten. Ja? Ich meine, da habe ich Betrag und Winkel drin. Und wenn die Beziehung zwischen Betrag und Winkel festgelegt ist, muss sie auch für den Imaginärteil festgelegt werden. Also, ich kann eigentlich den Realteil weglassen und sage, ich verallgemeinere das und sage, die ganze komplexe Zahl, die muss gleich sein. Ja? Also, ich lasse jetzt den Realteil weg und sage, Wurzel 2 U E hoch J Omega T ist gleich R mal Wurzel 2 I E hoch J Omega T. Und jetzt verabschiedet sich das Wurzel 2 und das E hoch J Omega D freundlich ins Nirvana. Ja. Auf Wiedersehen, wir haben uns ausgelöscht. U ist gleich komplexer Zeiger U, effektive Zeiger U, R mal effektive Zeiger I. Ich kann also Wechselströme mit Hilfe von komplexen Zahlen darstellen, ja, dann sind sie halt kein Wert, sondern sind ein Zager irgendwohin, ja, und kann meine physikalischen Gesetze ganz normal darauf anwenden. Ja. Das sind dann Zeiger, die rotieren alle mit der gleichen Geschwindigkeit, ja, also hier. Das sind Zeiger, die rotieren alle mit der gleichen Geschwindigkeit. Ja, die Relativlage der Zeiger bleibt konstant, weil man überall
unser Omega drin haben. Ja? Und was ich an und für sich festlege, sind nur diese Fees. Ja? Jetzt multipliziere ich das mit einem, mich nicht mit einer komplexen Zahl, sondern das ist eher eine reelle Zahl. Ja? Jetzt bei einem ohmschen Widerstand würde dann praktisch U und I den gleichen Phasenwinkel haben. Ja? Da gibt es keinen Winkel Phi dazwischen, weil eben das R kein Phi hat. Und das ist Winkel 0 plus der Winkel von dem. 0 plus dem ist genau der Winkel von dem. Das heißt, den Winkel, den der hat, hat das U auch. Ja? Und wie gesagt, die Nullposition, wo ich anfange, bei welchem Nullphasenwinkel, das kann ich im Prinzip, in allermeisten Fällen kann ich mir das frei aussuchen. Ich sage, ja okay, ich zeichne das ein, ich mache ein sogenanntes Zeigerdiagramm zu irgendeinem Zeitpunkt. Nur wichtig ist, dass ich den gleichen Zeitpunkt bei allen, ich kann nicht einfach den Strom zu dem Zeitpunkt und den I zu dem Zeitpunkt und so weiter einzeichnen, sondern ich muss schon zum gleichen Zeitpunkt zeichnen, wie wenn ich die rotierenden Zeiger mit einem Snapshot mache. Okay? Ja, also, damit hilft uns die komplexe Rechnung, Wechselströme jetzt nicht mit Cosinus und Sinus und trigonometrischen Funktionen. Ich meine, wenn ich da eine multipliziere, das ist nicht leicht. Ja? Wir nehmen den Realteil einer komplexen Zahl, verallgemeinern das auf die komplexe Zahl und auf einmal können wir mit den komplexen Zahlen rechnen. Wenn wir mit komplexen Zahlen rechnen können, können wir Wechselstromkreise berechnen. Schauen wir uns das nächste Mal an. Berechnung von Wechselstromkreisen. Gehen wir diese Gesetze durch. Die elektrischen Kirchhoff und was ist mit einer Kapazität? Und schauen wir uns ein paar Sachen an, ja, und dann sehen wir, machen wir eine Konklusion. Ja. Aber so hilft uns die komplexen Zahlen, Sinusgrößen darzustellen und zu berechnen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.